Shalom, Viva la Revolution, aus der Technik Hochburg Hamm für euch, der Ahnungslose, auf meinem Technikkanal, 22 Grad, es ist draußen ekelhaft, es ist Dezember 5. Die Leitung steht, aber das Internet ist scheiße, wie immer. So, jetzt haben wir das Problem. Wir sind ja Telekomiker-Kunden, Telekom, und da gibt es immer wieder Verbindungsabbrüche. Richtig. So, das Problem an der ganzen Geschichte ist, stellt man sich so vor, man hat so ein WLAN-Ding da, dong, und dann macht man den Speedtest, also geht man hier nach Google, gibt man einen Speedtest, dann sagt er hier, du hast irgendwie total beschissene Werte. Da gehst du in dein Setup, sagst einmal Sendereinstellung, also hier in diesem Magenta, Verwaltungsabteilung hinten auf der Internetseite, wo du deinen Router routen tust. Und dann stellst du das irgendwie um auf einen anderen Kanal und dann machst du wieder einen Speedtest und bam, voll und Schlag. Das ist total super, ne? Und wenn du jetzt 3 Minuten später guckst, dann ist das wieder scheiße. So, das war jetzt hier das Hauptproblem. Ich bin ja begeisterter Livestreamer und es ist total witzig, wenn so mitten in der Sendung das Ding meint, ich muss jetzt ein Reset machen. Irgendwas stimmt mit der Verbindung nicht. Der Typ hat auch gesagt, wir brauchen einen anderen Kanal und dann stehst du da. Verbindungsaufbau nach dem Reset bei dem Ding immer so 3 Minuten. Danach kannst du direkt einen zweiten Teil von deinem Livestream machen. Und ja, bautechnisch haben wir hier das Problem gehabt. Du kannst nicht einfach 20 Meter Stolperfalle durch die Bude legen. Blondi ist ja behindert. Und das geht nicht. Also muss das Internet irgendwie auf einen anderen Weg gehen. Ne? Das habe ich ja schon überlegt. Hier Löcher basteln, bohren und dann Laminat irgendwelche Kabel herschieben. Klingeldraht verlegen. Macht alles keinen Sinn. Dann kam, ich bin ja begeisterter 20-Euro-Shopper, ne? Da ist er. AV, TP-Link AV600, wie immer, 20 Euro eBay-Kleinanzeigen, hat tatsächlich funktioniert. Das Ding ist übrigens, nennt sich das TLPA4010P.Kit. Haltet ihr mal rein, da kann man das auch besser begucken. So, das ist ganz easy, ne? Steht ja auch drauf. Brauchst du nur einstöpseln. Und dann ist hier unten an dem Automat, da ist so ein kleiner Knopf. Da drückst du einmal drauf. Dann werden diese Dioden hier, diese Dioden, die werden einmal alle grün. Dann connectet der das Netz. Das heißt, du nimmst deinen ganz normalen Router. Da sind hinten so kleine gelbe Stöpsel dran. Da kannst du so ein Kabel reinstöpseln. Das ist hier alles mit dabei. Steckst das in die Steckdose, unten das Kabel dran, andere Ende in die gelbe Abteilung, hinten an deinem Router dran, Knöpfchen drücken, schnell in einen anderen Raum laufen, den zweiten einstöpseln, auch da unten das Knöpfchen drücken, Kabel zum PC an den Netzanschluss, läuft. So, das ist schon mal die gute Nachricht. Der macht 600 Megabit Powerline. 600 Megabit, das ist total die... Also es kommt an, 40 Megabit drauf, 40 runter. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Wir haben eine 100.000er Leitung und von 100.000 kommen 40 an. 40.000. Da kann man mal mit leben. 40.000 ist, kann man als Streamer, brauchst du 10, 12, 15 MB Upload. Wenn du auf 4K sendest, dann funktioniert das. Also, die Dinger kosten normalerweise irgendwas um 50 Euro plus Versand, Amazonis und was weiß ich, wo man dazu kaufen kann. Wichtig ist das TLPA. Also kauft euch nicht die alten Gurken, da sind auch ganz viele alte Gurken unterwegs, 300 Megabit, 100 Megabit, das ist nicht gut, da passt dann nichts durch die Leitung. Die gibt es auch für Tausender, AV1000. Dann ist das noch ein bisschen schneller, aber für meine Begriffe und für das, was ich hier so bastel, reicht das. Im Prinzip, ich brauche einen konstanten Datenstrom von 15 MB, die ich ins Netz pumpen kann. Dafür war das super. Internet in jedem Raum. Das heißt, da kannst du dir einfach 2, 3, 4, 5 Stück in jeder Schnelligkeit, Geschwindigkeit dazu kaufen, stöpst du dann irgendwo rein, zack, bumm, fertig. Hast mit WLAN, Wifi, Netzabbrüchen und irgendwelchen ständigen Ärgereien mit der Telekom, mit denen ihrer komischen Magenta-Box nichts mehr anhacken. Ne? Also das 20 Euro, die sind wirklich gut investiert. Ja, meine Empfehlung, ne? Kaufen. Alle, die so ein bisschen Netzprobleme haben, kauft das. Das ist wichtig. In dem Sinne, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst eure Kommentare da.
Lasst Geld da, macht irgendwas Schickes aus dem Leben. Werdet nicht so alt und hässlich wie ich, ne? In dem Sinne, so tschüss.